Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, weiter geht's. Gut, wir müssen jetzt mal schauen. Ich bin gerade beim Überlegen, was wir als nächstes machen. Da war ja was. Ich habe was vergessen, was beim letzten Mal ganz, ganz schlimm war. Wo ist es denn? Bisman. Oh, ich hasse das jetzt schon. Logistikmanager. Fresh und fresh. Okay, den haben wir schon was eingetragen. Ah, oh, das ist eklig. Ah, ja, stimmt, ich habe ja keinen Vertrag mehr für die Herren. Und es ist Sonntag, bedeutet, der hat wahrscheinlich noch gar nicht offen, ne? Ja, wir müssen bis morgen warten. Dann gehen wir eine Runde zocken, würde ich sagen, und dann, schauen wir uns das Ganze an. Machen wir mal 5 Stunden, eine schöne, richtig lange Zeit. Richtig schöne Zockerrunde sozusagen. Dann gehen wir eine Runde schlafen. Schauen wir, was wir reinkriegen. 43.000. 62.000 haben wir so gemacht, okay. Warum hat Ration Fresh Süd keine frischen Lebensmittel? Leute. Lass mich gerade meine Personalleiterin. Hat keine Leute mehr zugewiesen. Benjamin Raxumus, komm raus. Fresh and Fresh Süd. Jules und Moore nehmen wir noch 1-2 Leute raus. Gut. Lass mich raten, das war genau das Problem, was jetzt aufgeschieden ist, oder? Hä? Aber unser Vertriebslager hat doch... Ist mein Lager leer? Goddammit, Kollege, bitte mal anhalten. Ich glaube, wir hatten ihn hier. Eine Partnerschaft. Ich habe die Partnerschaft denn hier aufgehört? Mein Bisman, wo ist mein Bisman schon wieder? Bin wir schon. Und Einkäufer? Seaside. Also eine frische Lieben. Ich brauche erstmal wieder 15.000 davon. 15.000 davon. Cupcakes. Eiscreme. Davon wollen wir nochmal 5.000. Papiertüten, oder können wir auch 120.000 kaufen. Pizza, Burger, Hot Dogs, Croissants habe ich gleich auch, ne? Ja, da habe ich aber noch genug da. Holen wir aber vielleicht auch nochmal 5.000 von den ganzen hier. Wenn wir schon eine Shoppingtour machen, dann eine gescheite. Da ist das Problem. Aber die Getränkedosen habe ich noch nicht. Davon wollen auch mal 15.000. Bestellung. Gut. Dann müssen wir jetzt schnell intervenieren. Das Problem ist...
Ich glaube, egal wie schnell ich jetzt hier mache. Es wird nicht lange reichen. Das ist wahrscheinlich ein Vormittag jetzt, was ich hier gerade anliefere. Grundsätzlich sollte man das ja auch nicht so machen, aber... Was ist das? Wir holen jetzt noch eine Runde. Eieiei. Taxi. Das machen wir jetzt noch zweimal einfach, dann sind wir ein bisschen über die Bühne drüber, hoffe ich. Und das hält bis morgen durch. Frische Lebensmittel. Schon wieder leer. Schau mal, was wir für Massen brauchen. Ich brauche gar nicht die anliefern, die sind jetzt schon wieder leer. Wow. Ich habe auch nicht daran das Glück, dass ich hier ein Taxi finde. Der Resch und Fresh Süd zeigt halt, dass einfach Masse notwendig ist, ne? Die haben jetzt in einer Sekunde das Ganze leer gekauft. Ja, ich glaube, da kann... Das ist ein Kampf, den ich versuche zu gewinnen, der aber so komplett unnötig ist. Sobald die Info kriegen, dass frische Lebensmittel da sind, stürmen sie die Regale. Lecco mio. Also echt war... Ja, schau dir mal, wie leer das Lager ist. Das war ein Fehler. Komm, wir wischen jetzt hier mal außen rum. Alter, schau dir an, wie viel Dreck diese Menschen machen. Gibt es sowas wie einen Wischroboter für die Läden? Zeitalter des der Automatisierung wäre noch was Cooles. Aber eigentlich interessant ist auch, dass nicht getrackt wird, wo sie lang gehen, sondern nur, wo sie sich was nehmen. Würde rein theoretisch. Machen sie eh weniger Dreck, wie sie in Wirklichkeit machen würden. Wir haben zwar eine Putzkraft, aber. Mal zeigen, dass der Chef das hier auch noch macht, ne? So. Kassenbereich mal sauber. Wisch, wisch, wisch. Du musst der größte Dreckfleck noch. Gut. Ja, es ist... Der ist jetzt schon wieder einer fast leer. Also wie gesagt, wir fahren jetzt zurück, wir schlafen und dann hat sich das morgen hoffentlich erledigt einfach. Und dann sollte das auch weiter... Ja, vergiss es. Papiertüten gehen auch an der Kasse. Aber diesmal Resch und Fresh normal. Das ist erstaunlich. Na, wir gehen jetzt einfach direkt schlafen. Schlafen bis 8 Uhr früh. Zink. Super, Lieferung ist eingetroffen, ohne irgendwas. Einnahmen haben sie verringert. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso und so. Warum hat Resch und Fresh? Hä? Logistikmanager. Resch und Fresh. Papiertüten.
Mag mir einer erzählen, warum Resch und Fresh keine Papiertüten bekommen hat? Kann ich eigentlich mit meiner Headhunterin arbeiten? Ich bräuchte kein Headhunter. Ich bräuchte noch eine Personalerin. Personalleiter. Punkte verwendet. Ausstattung. Damit gehe ich schon wieder ins Limit, okay. Arbeitslohn und Fähigkeiten setzen wir diesmal auf 100%. Rekrutierung starten. Anzahl von Bewerbern gibt mir 4. Dankeschön. Gut. Warum hat Resch und Fresh keine Papiertüten? Oder ist es, weil ich die Lager so voll gemacht habe? I understand. Wir brauchen mehr Lagerregale für das Lager. Ja, damit. Aber rein theoretisch müsste ich ja hier vorne direkt im Laden die Sachen finden, oder? Wenn ich mich nicht irre. War ich hier irgendwo? Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt oder so? Hä? War das nicht hier? Ah, nehmen wir mal. Das ist der Supermarkt. Da muss ich hier hin. Ich hab gesagt, da rein. Super Wagen. Vier davon. Nein, nehmen, zahlen. Super. Da steht ein Taxi, das macht mir das ein bisschen flotter. Dann sollten wir nicht wieder Platz haben für alles Mögliche. Wir haben bloß ein großes Lager angelegt. Großes Lager, ja genau. Große Reserven angelegt. Für Notfälle, das war's. Lager verwalten. Platzieren. Und deswegen geht es wahrscheinlich auch nie aus, sondern immer nur so ans Limit. Weil ich das ja sozusagen immer noch trotzdem hab. So, Lager fast verdoppelt. Und sollte er ja hoffentlich. Aber spätestens morgen sollte er die Lieferung geben. Oh, schon, wir haben schon eine Kandidatin erhalten. Personalleiter 100%, Vollzeit, läuft ab in 7 Tagen. Friedlich ist immer gut zu haben, sauberes Umfeld wichtig, Vollzeit kritisch. Einstellen. Gut. My Employee, nee, Bisman, Raxkorb, Zeitplan. Du kriegst erstmal hier die Vollzeit, super. Und dann muss ich wieder ein bisschen reinhängen, Personalleiter. Die kann bis zu 50 verwalten. Kann ich sortieren nach was? Die wollen alle. Alle mit höheren Anforderungen kommen gleich mal hier raus.
gehen wir bei ihr auffüllen, weil sie nimmt dann einfach den Rest. Und dann bräuchte ich ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. Bitte ganz schnell ein Taxi. Da. Kommst wie gerufen. Ich muss zum Krankenhaus. Da. Bei einer 100% das ist die Frage, wo muss ich hin? Neue Partnerschaft warten. Gold. Super. Jetzt sehen wir das bei beiden Teilen. Oh. Okay. Oh, jetzt hatten wir noch eine reingeholt, ne? Jetzt damit. Ah, da muss ich schnell ein bisschen unter Headhunter. Rekrutierung beenden. Was ich von dir jetzt noch bräuchte, wäre Einkäufer. Rekrutierung beginnen, 4 Stück würde reichen, würde ich sagen. Wir machen genug Geld, um uns einen guten Background zu leisten. Und wenn wir in den Background investieren, warte mal, wo zur Hölle bin ich eigentlich, oder? Da. Bei der Kirche, glaube ich, bin ich, ne? Ja. Sollten wir ganz gut vorankommen. Mit dem neuen Büro haben wir eh schon einen Jackpot gemacht, sozusagen. Und dann sollten wir eigentlich den Rest auch gut hinkriegen. Ja, jetzt sind unsere Zahlen wieder oben. Kleiner Dämpfer gewesen. So, Resch und Frisch hat sie auch erledigt. Gut. Gut, 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 gut. Economic View, schauen wir mal. Es bringt sich doch gar nichts. Ich habe 800 mit dem gemacht. Ja, dann müsste ich viel, viel mehr anlegen. Das ist halt wieder der Scheiß. Ich kann doch unter Rivalen noch gehen und schauen mal, wo sind wir eigentlich gerade. 18. Platz. Wir haben einen Dämpfer genommen. Ich habe die Chance. Ja, wir sind relativ gleich, aber aktuell. Und das mit 3 Unternehmen zu 7. Das ist halt auch schon ein Unterschied. Ich bin mir überlegen, ob ich beim anderen. Was war denn das? What the fuck? Ob ich beim anderen Unternehmen auch eventuell noch Sachen einfügen will. Wenn ich mir das anschaue. Wir machen mit allen fast. Ja. Jules and More macht nicht so viel. Ach, bei Jules and More könnte ich diese komischen Elektro-Dinger vielleicht dann einplanen. Und mit den neuen Einkäufern, die wir dann in der nächsten Folge kriegen werden, denke ich, sind wir dann auf einem ganz guten Pfad. Aber Leute, ich würde damit sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.